Sieht aus wie Schokolade. Oh, lecker, Leute. Leider ist heute kein Cheat Day. Ah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Part 38. Beim letzten Mal sind wir hier in die Kugel reingesprungen sozusagen, ne? Und damit haben wir auch einen Schrein gefunden. Sehr cool. Und mehrere Gleiter. Und scheinbar müssen wir das hier anhalten, diese Mechanik hier, damit wir überhaupt wieder raus können. Ne? Aber das soll jetzt erstmal vorerst noch nicht unsere Sorge sein, sondern der Schrein. Das reimt sich sehr gut. Haben wir wieder einen Titel? Nein. Der Titel wird wahrscheinlich anders lauten, je nachdem, was uns hier erwartet. In dem Schrein oder beschwingt. Hiru-Tak-Mats-Schrein. Okay. Ey, die Titel werden immer kryptischer. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Oh, oh. Ah, ist eine Startbahn. Sehr gut. Hier ist eine Startbahn. Hier gibt es mehr. Okay. Gibt es hier auch ein... Oh, nur ein Geräusch. Oh, einer fliegt schon. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Bin ich jetzt aus Versehen gegengerannt, oder wie? Juhu, na der... ich möchte natürlich wissen, wo hier die Truhe ist, ne? Falls es hier eine gibt. Was sind das da? Das ist keine Truhe? So viel schon. Sei schon mal verraten. Achso, da fliegt immer wieder einer. Von wo denn? Von wo kommt denn der? Aha. Keine Ahnung, Leute. Da ist eine Kiste, ne? Oh Gott, die ist sehr hoch. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Eine Plattform drunter. Geh erstmal da hin, jo. Juhu, ich habe einen Gleiter dabei. Wenn er nicht ganz so weit fliegen wird. Komme ich da rüber? Wir probieren es einfach mal mit dem Deckenhüpfersprung. Nee, ich glaube, das ist gerade hier drunter ist nichts. Nee, doch da. Doch, das scheint direkt da drunter zu sein. Also der Schatten impliziert das, aber ja. Nee, das ist doch nicht so. Na egal, ich probiere es mal. Okay. Nee. Das ist das Licht, weil das, keine Ahnung von wo das kommt. Aber, ja, nicht direkt aus dem Zenit. Obwohl es hier so aussieht, so ein bisschen, ne? So ein bisschen versetzt. Das sieht aus wie das Sonnenlicht. Okay, also hier müssen wir irgendwas drüber legen, damit wir den Deckensprung hier nutzen können. Falls wir den überhaupt nutzen können, weil das ist relativ hoch. Wartet mal, jetzt sind ein bisschen rüber. Ja, ich glaube nicht, dass das hier funktioniert, ne? Den Deckenhüpfer. Nee, nicht mal ansatzweise. Okay, das war's. Ja. So viel dazu. Nein, warum muss der mich denn hier wieder beleben? Das ist unschön. was mach ich denn? Oh, ja. Sturzflug! Nee, ja. Ich glaube, wir können gleich nochmal starten. Oh, ja. Bin doch hierher gekommen, ne? Also müsstet ihr ja mitspringen. Und rennen. Sprinten vormals, aber hier komme ich ja eh nicht. Ja, hier komme ich ja eh nicht hin. Obwohl, guckt mal, da ist. Ist da auch noch eine Kiste? Interessant. Also, man soll. Was fliegt denn da runter? Da fliegt ein Gleiter, da fliegt auch noch irgendwas. Ein Brett fliegt da runter. Was ist denn hier los? Hier ist ein reges Treiben, ja, ohne dass ich irgendwas gemacht hätte.
Aber mal sehen, was da ist. Vielleicht ist ja da auch noch eine Truhe. Weil da wird ja nicht umsonst so ein... Achso, ist für den Fall, dass man... Ja, okay. Das macht, was ich gemacht habe. Damit man sich wieder an den Ausgangsort begeben kann. Ich verstehe, Leute, ich verstehe. Was hängt denn da unten dran? Aha, interessant. Das ist halt aus Metall. Oh oh. Ja gut, ich kann ja hier nicht. Von der Leiter kann ich ja nicht fallen, ja. Stimmt ja dabei was. Da ist es ja nicht so schlimm. Da lädt sich dann die Ausdauer je wieder auf. Sehr schön. Geht das hier ein bisschen schneller. Okay, also hier können wir runter, dann sind wir da. Aber das bringt mir... Was bringt's mir? Ich habe eine Idee. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Da muss ich sehr schnell sein. So, können wir das ein bisschen zum Neigen bewegen? Nee. Oh, Scheiße. Ich hab befürchtet, verdammt. Na toll. Obwohl. Taucht das wieder auf? Ich glaube, das ist nicht das Schlechteste, dass der Gleiter jetzt da drüben ist. Denn den können wir vielleicht benutzen. Na, ich werde mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht ist das ja schon, was ich vorhabe. Warum sind hier diese Markierungen? Das muss ja auch einen Sinn haben. Warum sind hier Markierungen? Geht das? Ich sehe das nicht so richtig. Maybe. Ja. Sehr schön. Es klappt. Aber warum ist denn da noch so ein Absprungteil? Oh, ein großer Stein davon. Die sind ja auch relativ selten. Ah, also einen Motor bräuchte ich schon. Ich habe hier nur einen Motor. Damit ich ein bisschen weiterkomme, weil das ist, sieht mir sehr weit entfernt aus, das Ziel. Aber warum sollte ich denn mit dem Teil denn dahin noch fliegen? Also verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn da? Da ist da nichts. Was soll es denn da geben? Na, ich kann ja mal gucken. Ich gucke mir das mal aus der Nähe an. Vielleicht gibt es ja da noch eine Truhe. Was ja manchmal der Fall ist. Manchmal gibt es gar keine, ne? Das haben wir auch schon erlebt. Manchmal gibt es eine. Manchmal gibt es zwei. Man weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Also es wäre schon denkbar, dass da vielleicht noch irgendwas ist. Da sind diese Plattformen auf jeden Fall. Aber was sollen die mitbringen? Kann ich einfach den Gleiter benutzen. Vielleicht sollte man den gar nicht benutzen dafür. Kann ich generell nicht benutzen, ehrlich gesagt. Geh mal näher ran, nee, ja. Kann ich gar nicht ran, ne? Ah, jetzt habe ich es mal geschafft, auf jeden Fall. Oh, oh. Pullen dir schnell, ja. Gut, das hat geklappt. Und warum habe ich das jetzt gemacht? Hier sind diese Rollbretter, die auftauchen. Ach so. Dafür sind diese Teile hier. Weil hier spawnen die. Wenn ich draufstehe, spawnt gar nichts. Da muss ich erst weggehen, dann spawnt. Okay. Und was bringt das jetzt? Das fällt ja direkt runter. Also. Physik nicht, wartet. Was das bringen sollte. Egal. Nehmen wir den Gleiter. Richten ihn aus. Ist okay, ne? Flieg nochmal mit dem Gleiter rüber. Weil es so schön war. Ne, es geht nicht.
Ist nicht steil genug? Doch, der wird angeditscht. Ein bisschen, ne? Nö, das ist hier keine Gleiterbahn. Keine Ahnung, was die Dinger bedeuten sollen. Also das verstehe ich nicht, was ich mit den Dingern machen soll. Vielleicht sollte ich gar nicht den Gleiter benutzen, sondern die Teile stattdessen. Aber die sind nicht breit genug, oder? Der Gleiter war doch viel breiter. Reimt sich. Der Gleiter ist breiter. Vielleicht bin ich so meine Folge. Wir werden es, oder ihr werdet es gesehen haben, ne? Wenn ihr dann die Folge ausgewählt habt. So. Wunderbar. Müsste eigentlich reichen. Wenn ich den Motor anwerfe, dann reicht vielleicht der Schwung und ach nee, ich glaube nicht, wa? Ich glaube nicht, jetzt erschließt sich das langsam. Wartet mal. Ich kann es mal probieren, aber ich glaube, es wird nicht gehen. Na, lenken kann ich ja sowieso. Also trotzdem probieren. Ja, das ist hier der Kasus Knaxus. Ich verstehe es. Okay. Also dafür brauche ich diese Brettchen, ne? Also die kann ich mir einfach schnappen, richtig? Weil es da keine richtige Startbahn gibt. Oh, schnell sein, ja. Ach so, dann muss ich mit dem... vielleicht sollte ich die mit dem Gleiter transportieren oder so. Keine Ahnung. Weil die muss ja ganz schnell... oder ich muss da wieder hoch. Ja, da muss ich wohl hoch. Scheiße, Leute. Verdammt. Ich weiß nicht, ob ich das hier überhaupt richtig mache, aber... bisher ich alt geschafft. Also ja, wir brauchen also dieses Rollbrett, damit der Gleiter starten kann. Okay, damit hat sich zumindest der Sinn des Rollbrettes erschlossen. Na, warum man das hier benötigt? Das kann ich wahrscheinlich einfach an den Gleiter dran montieren. Ja. Dann muss ich halt nur, na gut, was heißt rechtzeitig drauf? Ja, sowieso, ne? Wunderbar, lad erstmal den Ausdauer wieder auf. Genau, dann holen wir uns hier den Gleiter. Der Rollbrett. Ja, jetzt verstehe ich, das muss ich transportieren. Deswegen sind hier zwei Rollbretter. Ah, ja, jetzt macht das alles Sinn. Okay. Also erstmal muss ich das hier nehmen und an den Gleiter dran pappen. Nehme ich an. Ja, mach das mal gerade. Ja, das machst du so. Du bist brav, ich sehe schon. So, jetzt folgt mir das zweite Rollbrett. Stoppt das erstmal hier. Wunderbärchen. Und dann pappe ich den Gleiter da dran. Richtig. Nicht, dass es gleich losrollt. Dann hätte ich ein Problem. Okay, das haut nicht so hin. So eher. Ja, das könnte was werden. Nein! Warum rutscht denn das jetzt? Nee, Junge. Du hast dich auch gelöst, ne? Dass ich das, das verstehe. Ja, dich muss ich mehr in die Mitte setzen. Ja, okay. Ah. So, und ich hoffe mal, dass drei. Ach, scheiße, Leute. Ja, sieht erstmal ganz gut aus. Ich bin mal vorsichtig optimistisch. Juhu. Geil. Macht auf jeden Fall Laune.
So. Nee, da ist nix. Da ist die Stadtbahn. Dann können wir halt das ganze Teil ja gleich verwenden, würde ich sagen. Oder ist das zu schwer? Na, vielleicht können wir das obere Brettchen lösen, aber dann wird wahrscheinlich auch das untere gelöst. Hm. Ja. Ah, wartet mal, ich heb das mal an, werden wir es ja sehen. Nee, das poppt noch dran. Gut, Leute, ich hab's. Aber ich muss das mal versuchen, gerade auszurichten. Dann würde ich den Propeller wieder abmachen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Fahrwerk, ey, für unser Flugzeug, sozusagen. Jo, dann ist es ein Flugzeug, würde ich mal sagen, ne? Mit Motor und allem drum und dran. Dann kann man es so als Flugzeug bezeichnen. Weil ein Ultraleichtflugzeug. Hm. Ja. Jo. Das müsste eigentlich funktionieren. Ist nur gerade. Ja, das geht automatisch gerade dran. Gut, ich versuch's mal. Ich versuch mal mein Glück. So. Und dann gib mal Stoff. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Beweg dich. Na, kriegen wir hier noch Aufwind? Oh, scheiße. Naja, hier muss ich echt eine ganze Weile fliegen. Ja, es fliegt auch weiter. Zum Glück brauche ich hier keine Batteriepower, ne? Also ich habe hier innerhalb der Schreine quasi unendlich Batterie. Ja, man könnte auch landen, wenn man es wollte, ne? Hochlandung! Ja gut, hier war so eine schöne Landebahn, aber ist egal. Wir haben es trotzdem geschafft. Das zählt ja, ne? Sauber eingeparkt, oder? Was sagt ihr? Wie quackt der Bruchpilot oder so? Oh, Feier. Apropos. Segenslicht, oder? Kann ja mein Herzen aufwerten. Auf einer Kakariko oder so, ne? Oder wo auch immer. Wir haben ja jetzt mehrere Standorte mit guten Feen, ne? Boah. Mal sehen, wo ich hingehe. Ich habe jetzt die Qual der Wahl. Drei haben wir ja schon kennengelernt. War? Oder? Nehmen wir den Kakariko. Södele. Okay, hier müssen wir jetzt. Aua! Ach so, einfach nur gegenhauen. Hält es an, nö. Doch, es hält an, aber. So war das nicht gedacht. Aha, jetzt speist sich das aus meiner Batterie. Ich verstehe. Na, erstmal, wenn es unten ist, dann können wir. Ich muss schon rechtzeitig das ausstellen. Ja, recht. Stopp. Ja. Sehr gut. Okay. Was in Himmels Willen sollte ich da? Genau, da wollte ich gerne nochmal nachgucken, was man hier kriegt, ne? Also sieht man ja nicht, was man hier bekommt. Also beim richtigen Kaugummi-Automaten, da weiß man das eigentlich immer. Kaugummis. Ah, da stehen immer diese Sorten drauf. Also früher war das so, ne? Ich weiß nicht, ob die Dinger, ob es die immer noch gibt. War aber nicht, was hier in dem Schrein war, ne? Ist doch was anderes. Was sind da unten? Da können wir also auch noch hin. Hm. Bin ich ja jetzt neugierig. Natürlich möchte ich da hin, ne? Also hier gibt es noch was unterhalb. Ein Leben. Oh nee. Nein. Ich möchte gern zurück. Ey, jetzt können wir auch wieder zurück. Das ist das Schöne. Auch im Flug? Da steht teleportieren. Geil. Okay, ich kann mich jederzeit zurück teleportieren. Sehr cool. Muss ich erst warten, bis ich auf den Boden angekommen bin. Gott sei Dank, ey. Das wäre auch anstrengend, glaube ich. Haha.
war zurückgesetzt. Irgendwo Quelle von Ranel. Nein, jetzt ist das Ding wieder an. Och Mann, was soll denn der Quatsch jetzt? Ah, muss ich wieder warten, bis er immer. Symbolisiert ja auch die Sonne hier, ne? Warum hat man hier so ein Brettchen? Hm. Ach so, ihr braucht ja auch das Brettchen wahrscheinlich, um, ja, für die Startbahn, ne? Macht Sinn. Also das Fahrwerk. Mann, dann steckt die Welt hier noch dran. Stopp, stopp. Ah, jetzt. Wie lang geht denn das? Was soll denn der Mist? Hä, jetzt läuft das weiter. Prima. Das dauert ja ewig und 3 Tage, bis es anhält. Ich komme mir vorhin nicht so lange vor. Gut, dann lassen wir diesmal nicht ganz so lange fahren. Tch. Ah, jetzt ging's schneller. So Leute, ey. Gut, dann immer rauffahren. Ja, man kann das so ein bisschen. Und verschleißt natürlich die Waffen, ne? Ja. Ja. So, jetzt nochmal auf ein neues. Da muss ich mal so seitlich versuchen. Runter. Ja. Einfach runter zu klettern. Muss ich gar nicht seitlich. Es geht auch so. Hier ist nämlich eine Kiste. Okay. Wunderbar. Wille der Weisen wieder. Aha, ja, den haben wir schon einmal gefunden, ne? Ja, auf jeden Fall gibt es den hier. Entsteht da Regelmäßigkeit auf diesen Inseln? Also bei diesen Kugeln gibt es das auch. Okay, verstehe. Das ist ja geil. Komme ich jetzt wieder hoch, ist die Frage. Ist da sonst noch was drunter? Leute, könnte ja noch was drunter sein. Aber ich glaube es irgendwie ehrlich gesagt nicht. Oh Mann. Nee, nicht zu doll springen. Ja, das bringt nichts. Lass mal erholen. Oh, geil. Dieser Ausblick. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Das ist immer wieder fantastisch. Ah, da waren wir schon, oder? Jetzt sieht es ja. Wie sieht es denn aus? Ob wir da schon waren? Ja. Ja, ja, das sieht sehr vertraut aus, auf jeden Fall. Nee, kommen wir jetzt wieder hoch? Ja. Nein! Oh, du sollst ja nicht. Du sollst klettern, verdammt! Ey, Junge! Habe ich dir das nicht gesagt? Ja, jetzt geht's, okay. Oh, ja. Gut, okay, das hätten wir. Jetzt muss ich das hier lösen. Denn ich brauche den Antrieb. Hier oben ist auf jeden Fall nichts. Was ist denn da eigentlich? Warum ist denn hier so ein komischer Obelisk? Hier noch ein Schalter oder so? Nö. Hat gar nichts zu sagen, oder? Nö. Kann ich auch nicht benutzen. Achso, ja. Lass mal umdrehen. Oder das andere, ja, ist egal, was man zuerst drauf pappt, eigentlich. Es muss nur richtig rum sein und möglichst in der Mitte. Machen wir es so rum, ja. Ist ja eine Wurscht. Ist das richtig so? Ich hoffe nicht, dass er wieder so ein Ungleichgewicht kriegt. Ja, mal gleich sehen, wenn es steht, ne? Naja, bisschen schräg. Ah ja, wird's ausgerichtet. Okay. Sehr nett vom Spiel. Ja, da gibt's wahrscheinlich ohne Propeller und Plattform da drin. Falls man welche verliert oder so. Fliegt trotzdem mal darüber. Nix sagen.
Schade, dass es hier keine extra Batterien gibt, ne? Vielleicht gäbe es die ja da drin, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, mit was für Coins ich das Teil füttern muss. Ja! Oh, oh geil. Flieg mal einen Bogen. Vielleicht war ich da doch noch nicht drauf. Oh, der hält doch schnell. Ja, hier war ich doch noch nicht. Okay, sehr geil, Leute. Na, das hat sich ja doch gelohnt. Wer sagt's denn? Alte Karte mal wieder gefunden. Oh, wie cool ist das denn, Leute? Noch eine. Auch alles unterirdisch. Das ist alles im Untergrund, was wir da finden. Interessant. Wasserfrucht. Die kann ich ja auch auf den rauf machen, ne? Auf den Bogen. Einmal den Bogen auswählen. Nein, Mann. Ja. Ne, oben war das. Wo ist denn die Wasserfrucht? Weil die sind ja nützlich da. Machen wir bei dem Dorf der Zoras weiter? Ja, das interessiert mich irgendwie. Weil die so ein Wasser, so ein Schlammproblem haben, ne? Ja, beim letzten Mal festgestellt haben, die Ärmsten. Genau, hier ist die Ah, ja, davon haben wir so viele mittlerweile. Ne? Da können wir denen ganz passabel helfen. Wir haben nur zu wenig Pfeile immer wieder, ne? Schon ganz schön viele musste ich entbehren. Oh ja. Da läuft ja permanent so ein Schleim darunter. Ach, von da aus. Läuft der anscheinend. Ja, ganz zähflüssig. Guckt's euch an. Da kommt der Mist runter. Aha. Da auch. Ah, da ist der. Das Kernsübel oder so. Ah, die haben die Poppes-Karte gezogen. Was den Schleim hier angeht. Komme ich von hier aus darüber? Glaub nicht. Das ist ja, ja. Da müssen wir hoch. Könnte ich wetten. Vielleicht ist das so eine Art Dungeon. Das sieht nämlich sehr, sehr komplex aus, das Ganze. Das war Wasser. Das könnte ein Dungeon sein. Also das sieht so komplex und riesig aus. Da muss ich scheinbar denen helfen, indem ich da irgendwas mache. Indem ich irgendwas jemanden besiege. Das vermute ich mal. Könnte ich schon mal anteasern. Na? Also da wird so ein Dungeon sein. Geile Todesstern. Oh ja, Wasser. Wasser, 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 Frucht. Die gibt es ja hier auch nicht rein zufällig überall, ne? Was könnte ich da? Ach so. Ja, hier ist ja auch wieder so eine Startbahn, ne? Start- und Landebahn. Naja. Ja, eine Landebahn war es hier auch. Bin ja da gelandet. Was ist denn das da? Ist das ein Turm? Ach so, das ist der Turm, den wir freigestellt haben beim letzten Mal. War das der? Oh ja. Ah! Was ist das Dorf der Zoras hier? Plätschert denn hier? Moment hier. Ah ja, genau. Sonnenfleckchen. Gut. Na denn. Dann würde ich mal sagen, begebe ich mich mal auf den Weg. Versuche ich mal bei dem Dorf der Zoras zu landen. Falls ich das hinkriege. Ah, hier mal dem Ganzen noch ein bisschen Schwung hier. Ja, da. Da können wir runter. Oh, der ganze Wasserfall ist verseucht, wa? Wie den anscheinend hat. Boah, das ist ja fies. Die armen Zoras, ey. Oh, oh. Batterie ist alle. Das heißt, wir gehen in den direkten Sinkflug über. Ah! Ja, da waren wir, oh, da war aber alles, genau. Kriegt euch das an. Ja, ja, das geht von dem Dungeon aus. Das haben wir gesehen. Das können wir zumindest berichten. Ah, da ist ja noch ein Schrein. Geh ich erstmal dahin zu dem Schrein? Jo. Würde ich sagen, ne? Genau, bieg mal ab. Genau, der wird sich auch gleich auflösen, der Gleiter. Aber so haben wir immerhin genug Schwung, um zu dem nächsten Schrein zu kommen. Hui, das war er schon. Da bricht das ganze Konstrukt in sich zusammen. Kann ich mich hier ausrichten? Ja. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr cool.
Sag hier erstmal an, vielleicht sitzt da einer. Das ist eine Art, ja, Denkmal. Ne? Da haben wir doch den Titan hier. War das hier? War der hier oben? Bitte beschütze sie, wen? Das ist Mifa. Naja, da sieht man das jetzt auf jeden Fall, dass der Schleim da von da aus kommt, ne? Bitte beschütze uns. Okay. Oh Junge, schön dich zu sehen, Link. Sieh dich mal um. Das Dornenhorn hat sich verändert. Es ist jetzt ein Park mit einer Statue von Mifa. Sie wacht über meine Wenigkeit und all die anderen Zoas hier. Wir können uns des Schlamms nur erwehren, weil jeder mithilft und weil uns die Statue ihren Schutz gewährt hat. Meinst du, dass die Statue damit was zu tun hat? Mifas Gebet haben wir da gehabt, ne? Spezialfähigkeit. Die haben wir leider nicht mehr. Vielleicht bekommen wir die ja wieder. Ne? Ich glaub's nicht. Ja, überall der Schlamm, ey. Gut, der ist ein bisschen eklig, ne? Also gerade für diese Fischwesen. Das ist nicht gerade angenehm. Apropos Fischwesen. Ah, hier ist auch eine ganz andere Musik jetzt. Geil, oder? Haha, uralter. Den haben wir schon mal gefangen. Ich will nicht ertrinken. Schnell zum... Ja. Schnell hoch. Schnell. Nein. Link, ey. Du willst aber unbedingt sterben, ne? Der hängt nicht sonderlich am Leben, der Gute, kann es sein? Der hat zwei Herzen abgezogen bekommen? Warum? Wow, sieht das geil aus. Sieht das irgendwie cooler jetzt aus? Oder sah das schon mal schon so aus? Auf jeden Fall sieht es genial aus. So, okay. Wo war jetzt der Schrein? Jetzt muss ich mich erstmal orientieren mal wieder. Bin mal wieder orientierungslos. Ahnungslos, orientierungslos, hoffnungslos. Wo ist denn das Ding gewesen jetzt? Ach, da. Ich hab ihn. Wollen wir jetzt hier runter? Geht das? Wie war denn das? Springen und dann... ja genau. Huch! Ne, mit dem Klotz geht das nicht. Also mit dem Stein da dran. Da haben wir eher noch Lebensenergie abgezogen bekommen, leider. Das funktioniert nicht mehr so, wie ich dachte. Also nicht mit dem. Ne? Müsste ich jetzt das andere Schild nehmen. Ach, hier sind ja noch weitere Zoas. Oh, cool. Noch mehr Gesprächspartner. Yay. Joada. Ich habe jemanden von euch übrigens das Leben gerettet, ne? Psst. Ruhe. Der Prinz konzentriert sich auf seine Arbeit. M-Link? Bist du gekommen, Prinz Sidon zu sehen? Ne, eigentlich nicht. Na, das ist kein Problem. Schließlich bist du es, Link. Ich bin mir sicher, Prinz Sidon freut sich riesig über deinen Besuch. Ist er das hier? Prinz Sidon? Ich weiß nicht, wie der... Ah. Was machst du? Ach, du reinigst auch das Wasser vom... Ach, der hält den zurück. Jetzt verstehe ich. Ja, okay. Sieht aus wie Schokolade. Oh, lecker, Leute. Leider ist heute kein Cheat Day. Ah. Okay, sprechen wir mal mit ihm. Sequenz. Oh. Ist das wirklich du? Ich freue mich so sehr, Link! Ja, so wird doch jeder von uns jeden Tag begrüßt, oder? Mindestens. Ach, Link, wie lange ist es schon her? Es hieß, du seist spurlos verschwunden. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Sag schon, was ist passiert? So ist das also. Und das Schloss Hyrule hat sich etwas Unglaubliches zugetragen. Und später bist du auf der Insel erwacht, die wie durch Zauberkraft am Himmel schwebte. Es geschehen also überall schreckliche Dinge.
Oh, halt Schlimmeres. Also, was mir zumindest widerfahren ist, ging. Naja, gut. Ihm wurden Herzen abgezogen, ne? Jede Menge. Aber er lebt ja noch immerhin, ne? Und kann sich immerhin wieder fit machen, ne? Da fällt mir etwas ein, Link. Warst du schon im Dorf der Zoras? Ah. Nee, bisher noch nicht. Nun, ich habe die Leitung des Dorfes nämlich einer jungen Frau namens Jona übergeben. Angesichts des Schlamms bin ich etwas in Sorge, ob es ihr auch gut geht. Würde es dir vielleicht etwas ausmachen, sie aufzusuchen und nachzusehen, wie es ihr geht? Der Charakter, ja, okay. Gucken wir uns mal an. Den kennt man auf jeden Fall noch, ne? Ein vergnügter junger Zora mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn und Sohn König Dorefans. Sidon ist aufrecht, leidenschaftlich und würde für den Schutz seiner Heimat jedes Opfer bringen. Mifa, die vor 100 Jahren als Recke der Zoras gegen die Verheerung Ganon focht, war seine große Schwester. Die hat er leider verloren, der Gute. Sidon kämpfte bereits früher an Links Seite, um das Dorf der Zoras zu retten. Und sieht unseren Helden daher als Freund und Waffenbruder. Jo. So ist das. Da war ja was, ne? Das ist eine Wache. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht, Link. Auch Prinz Sidon hatte sich schon einige Sorgen gemacht. Apropos Sorgen, wie es wohl meiner Dumja geht? Sie ist ein tapferes Mädchen, aber als Vater ist man ihm immer bezorgt. Oh, bitte verzeih, dass ich kurz in Gedanken vertieft war. Da liegt noch eine Quest. Ah, hier steht auch was. Ist noch ein Lagerfeuer. Mifas Stätte. Bericht zur aktuellen Lage. Taribon. Es fällt täglich mehr Schlamm. Ein Ende dieser Katastrophe ist gar nicht absehbar. Wir haben es Prinz Sidon zu verdanken, dass das Wasser, das ins Dorf fließt, zum größten Teil sauber ist. Aber der Gebirgsweg zum Totosee, an dem Dumja sich aufhält, ist mit Schlamm überzogen. Ein Besuch dort ist nur ratsam, wenn man Wasserfrüchte in ausreichender Menge mit sich führt. Und Pfeile, ne? Obwohl, man kann die Dinger auch werfen, ne? Klar. Aber trotzdem. Ah, cool, sieht das. Also, allein hier ist schon. Das hat mir ja damals schon gefallen. Auf der Wii U. Das Dorf der Zoras, ne? Aber hier ist das auch mal wieder ein Augenöffner. Wartet mal ab. Wir haben ja noch gar nicht alles gesehen. Aber ich wollte erst mal hier zum Schrein. Was sind der jetzt hier? Da. Ne, hier machen wir da hin, ne? Genau, so kann man sich immer wieder dorthin teleportieren. Also hier geht das noch. Aber auch bloß, weil der hier permanent Tag und Nacht steht wahrscheinlich, um das aufzuhalten, der Prinz Sidon. Ih, der ist voll mit der Schlotze. Aber kein Thema. Yay! Was sagt die Uhrzeit? Wird das ein Spoiler, quatschen? Cliffhanger meine ich. Ja, es wird ein Cliffhanger. Das müssen wir leider vertagen. Auf die nächste Folge. Also denn Leute, bye bye, ciao ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Chuck. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch, jetzt sehe ich erstmal das hier, das sieht fast aus, wenn das Arme, ne? Aber nee. Das sind Schlangen. Ja. Okay, naja, mach ich mal Schluss. Falls es euch gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like, genau da. Bis dann.